Als nächstes den Oberkörper ein bisschen nach hinten lehnen und rechts und links im Wechsel ein Knie hochziehen. Ganz feste, maximal nach oben. Aufpassen, dass der Rücken gerade und aufrecht bleibt. Nicht zurückfallen in den Rundrücken. Wer das ein bisschen schwieriger haben möchte, der lehnt sich noch weiter zurück und versucht, die Beine in der Luft zu halten. Dann ist es auch noch Bauchmuskeltraining. Nur kurz den Boden berühren. So, jetzt habt ihr einige Übungen gesehen für Muskelkräftigung am ganzen Körper. Jetzt nochmal am Schreibtisch. Ganz wichtig, was ich euch noch mit auf den Weg geben möchte, ist, wenn ihr telefoniert. Bitte nehmt den Telefonhörer in die Hand und haltet den ans Ohr. Nicht den Telefonhörer mit der Schulter einklemmen und den ganzen Kopf zur Seite legen. Das ist für die Halswirbelsäule ganz schlecht und verursacht euch Kopfschmerzen und Schulterschmerzen. Bitte nur den Telefonhörer ans Ohr halten oder aber Headset besorgen. So, jetzt sind wir fast am Ende angekommen. Jetzt habt ihr viele Übungen, mit denen ihr fit durchs Büro kommt. Noch zwei Entspannungsübungen für euch zum Schluss. Als erstes Hand diagonal auf das Knie und dabei die Gehbewegung machen. Das fördert das Denken zwischen der rechten und der linken Gehirnhälfte und steigert die Konzentration. Okay. Jetzt hinstellen, einfach den Rumpf drehen und die Arme um den Rumpf ganz locker fliegen lassen. Augen dabei schließen und die Bewegung spüren. Langsam wieder ausschwingen. So, das war's. Vielen Dank fürs Mitmachen und weiter viel Spaß beim Üben.